Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer Sprechstunde und es geht heute um den Leak der PlayStation 5, der neuen kommenden PlayStation 5. Slim oder doch nicht slim? Wieso? Weil auf dem Video ist sie viel zu groß. Und ich weiß, jeder wurde jetzt gestern zum Hobby-Sherlock und hat sowas gesagt wie, das ist fake. Warum? Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man ein Loch, da kann man durchgucken, da ist ja gar keine PlayStation 5 drin. Ja, ich verstehe euch, verstehe. Aber habt ihr denn dann gedacht, dass es nur eine Hülle sein kann? Nur ein Gehäuse? Ja, aber das ist fake, das ist aus einem 3D-Drucker. Ja, wer würde so ins Detail gehen und ein Fake erstellen? Wer von euch hat einen 3D-Drucker und weiß, wie schwer sowas ist? Ich habe das Video auf über 200 einzelne Bilder geteilt für euch und gehe jetzt jedes einzelne Bild durch und wir gucken uns jedes Bild an, sehen uns wirklich, so wie es ausschaut, tatsächlich die kommende PlayStation 5 an. Und Sachen, die man vielleicht nicht sofort sieht, sieht man halt jetzt. Und vielleicht ist es ein Prototyp. Weiß ich nicht. Definitiv hat es was mit Sony zu tun. Ob es zum Schluss das finale Design wird, kann keiner sagen. Aber es ist so spannend. Und deswegen stürzen wir uns da jetzt direkt rein. Also, was ich sehr schade finde, der Leaker, der das geleakt hat, hat sein Logo mitten reingeklatscht und das ist so ein bisschen doof. Aber wir haben hier einzelne Bilder. Ja, wir gehen da gleich durch und sehen, ja, wenn ich da klicke, bewegt sich das Ganze. Und was mir auffällt, ist hier das PlayStation-Logo, das sitzt exakt da, wo es hingehört. Ähnlich wie es bei der jetzigen Revision ist. Exakt an dieser Stelle hier, ja. Weil hier. Dann das nächste, was uns auffällt, ist, dass wir hier eine Lücke haben. Ich weiß nicht, ob man in Zukunft diesen oberen Bereich einfach nicht abnehmen mehr kann, sondern nur noch den unteren Bereich. Warum? Man sagte, die Slim sollte ein abnehmbares Laufwerk bekommen, aber irgendwie sehen wir das da ja noch nicht. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man was. Erstens. Und zweitens, tatsächlich ist diese ein bisschen kleiner. Tatsächlich ein bisschen kleiner. Ich zeige euch gleich, woran ihr das sehen könnt. Aber sie ist minimal kompakter. Nicht so eine heftige Slim wie jetzt so eine PlayStation 1 Zeit oder eine PlayStation 4 Zeit. Aber auch bei der PlayStation 3 hatten wir jetzt keinen großen Slim-Sprung. Ich denke, erst recht später, glaube ich, war auch der Slim-Sprung. Wir haben hier noch eine Folie. Weiß nicht, ob es irgendwie glänzend ist oder ob das die Folie ist, die glänzt. Aber was haben wir bei Sony gelernt? Sony haut nur Folien drauf, wenn die was Glänzendes schützen möchten. Mal gucken. Man sieht wirklich, das geht von Anfang bis zum Schluss, diese Einkerbung. Und da geht schon los. Wir haben hier detailgetreue Sony-Logos. Auch hier für den europäischen Markt. Und. Wichtige CE-Prüfzeichen und Prüfzeichen, die wirklich eigentlich nur jemand da drauf klatschen kann, wenn sich da jemand wirklich auch auskennt. Und das sind halt einfach schon so Signale, die zeigen, die Echtheit ist definitiv hier. Also, das ist definitiv von Sony. Keiner kann mir sagen, dass das einfach aus einem 3D-Drucker gemacht wurde. Und das Erste, was wir hier sehen, ist hier ein Schnitt. Ein Schnitt und extra Lüftungsschlitze fürs Laufwerk. Bedeutet, wir haben hier und später hier, die Hülle lässt sich austauschen, das Laufwerk lässt sich absetzen und dann wird hier ein Stück der Hülle, wahrscheinlich nicht komplett, aber nur dieses untere Stück, einfach draufgesetzt. Und damit das nicht so doof ausschaut, hier haben die es einfach auf die andere Seite platziert und ich denke, dass das obere Stück vielleicht dran bleibt. Bin mir nicht sicher, ob Sony in Zukunft noch ein paar Designs auf den Markt bringen wird. Aber wenn ihr hierhin genau seht, seht ihr hier diesen Laufwerkschlitz und auch hier, da wo dann später die Konsole auf dem Standfuß positioniert wird. Das ist ein leeres Gehäuse, deswegen kann er das mit einer Hand links, rechts drehen und Folie. Wie gesagt, es kann sein, dass der obere Bereich glänzend ist, der untere Bereich matt. Das kann ich mir eher vorstellen. Hier ist dann der Schlitz fürs Laufwerk. Und was sehr interessant ist, seht ihr hier die Halterung und auch hier eine Halterung. Deutet darauf hin, dass auch hier so diese Belüftung fehlt. Kann aber auch sein, dass es nur das Gehäuse ist ohne Bestandteile für die Belüftung, dass das noch kommt. Wir werden sehen, ob da noch hier dieses Sony-typische, ob hier dieser Bereich
noch nachträglich kommt. Zudem schau dir mal hier diesen oberen Bereich an. Wie groß dieser obere Bereich ist, die obere Fläche, ja? Und wie rund das Ganze ist. Und jetzt pass auf. Schau mal her. Was ist das? Kleiner, wesentlich dünner, gewölbter. Okay? Also die wirkt definitiv kleiner. Und pass auf, der Bereich des Laufwerks hier hört bei der normalen hier auf. Hier ungefähr. Fast bei der Hälfte, ja? Ihr seht, bleibt nicht mehr. Also Hälfte. Gut, die Hälfte. Das ist das nicht mehr die Hälfte. Wir haben hier nicht mal mehr die Hälfte. Die ist definitiv nicht mehr so hoch. Die ist dick wegen dem Laufwerk. Aber schau mal genau das Verhältnis hin, wie dünn sie ist. Schau mal hin. Viel dünner als die jetzige Vierer und die ist nicht so lang. Also die ist definitiv kürzer und schmaler. Und wir haben dann zwei USB-C-Anschlüsse und das ist hier der Powerknopf. Und das sieht man einfach, wenn man das Ganze analysiert. Und ich glaube tatsächlich, ey, dass oben glänzend sein könnte. Ja. Hier dreht er das Ganze nochmal. Es kann passieren, dass die direkt im Lieferumfang exakt das gesamte Gehäuse so mitschicken. Bedeutet, mit diesem Stück und diesem Stück plus austauschbar. Und die, die von euch aufmerksam sind, sehen hier PlayStation-Logo. Hier. Kann sein, dass das hier zum besseren Grip, zum Abziehen ist. Ich weiß es nicht, aber sowas noch zusätzlich bauen, berühmt zu werden mit einem Case, ist auch so fraglich. Also es kann sein, dass das mitgeliefert wird und dann du später dir ein Laufwerk dazu kaufst und einfach dann hier einbaust, wie aus der PlayStation 4 Era, wo wir das HDD, also die Festplatte, dann mit einer Schraube lösen konnten, tauschen konnten. Kann sein, dass hier ähnliches Prinzip sein wird, mit einer Schraube, um rauszuziehen das Ganze, aber ihr seht, das wird dann einfach abgemacht, kleinere Hülle drauf, fertig. Das ist zum Schluss der Leak und ihr seht hier, das, wie es glänzt, aber wie gesagt, ich bin noch unsicher, kann sein, dass das auch hier von der Folie stammt, obere Bereich, weiß nicht, Folie, nicht Folie, aber wie gesagt, Sony schützt sowas oft aufgrund von Kratzern. Aber ihr könnt jetzt gerne natürlich in die Kommentare schreiben, was ihr vermutet, warum das abgeklebt wurde. So, da sind wir schon bei 207 und ich denke, den größten Teil haben wir entdeckt. Falls du etwas entdeckt hast, gerne jetzt in die Kommentare. Ansonsten schreib mir deine Meinung. Lasst uns alle jetzt in den Kommentaren darüber sprechen. Was ist das? Und warum kommt es so urplötzlich kurz vor der Gamescom? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht doch. Wer weiß. Bleibt dran. Wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.